Entering Caverns of Despair. Zack. So, 199 Gegner, 3 Secrets. Wir fangen in einer Höhle an. Wir kriegen direkt eine Schrotflinte. Machen hier schon mal ein bisschen Aufräumarbeiten. Oh je. Oh, danke. Wie nett. Kriegen hier auch echt ein gutes Stück Munition. Kümmern wir uns hier auch mal direkt um die ganzen Imps hier drin. Ich sehe auch schon, wir haben dort eine Soulsphere. Ey. Brechdachs. Und einen Rucksack. Auf beiden Seiten. Okay, das bedeutet, wir müssen irgendwo von hinter der Tür kommen wir da irgendwie dran. Vielleicht sogar von da unten irgendwie, vielleicht aber auch erst im Raum danach. Oh je, das wird doch jetzt gleich. Ja, ja, ja. Au. 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 Okay, ja, nee, das müssen wir anders regeln. Au, Mist. So. Mhm. Der Karo passt den Revenant. Oh, huiuiui. Sehr schön. Perfekt. Wir leben. Die Gegner nicht. Du warst frech vorhin. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber ist wie es ist. Hier haben wir einen schönen Winkel, um uns easy um die Imps zu kümmern, ohne dass die sich großartig wehren können. Und das werde ich sowas von hart ausnutzen. Sowas von hart ausnutzen. Diese armen Imps. Sie hatten niemals eine Chance. Was passiert hier? Wir kommen nicht mehr zurück. Wir sind eingesperrt. Ja. Okay. Machen wir euch erstmal weg und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Hier geht's ins Gift rein. Einzige, was mich hier ein bisschen wundert, ist natürlich, dass hier theoretisch geht es hier vielleicht noch auf, aber ist wahrscheinlich für später gedacht erst. So. Sehr schön. Okay, das hier wird jetzt gleich ein Gemetzel, oder? Scanner auf jeden Fall wegkillen, also die Chain Gunner natürlich. Den Rucksack nehmen wir uns direkt mit. So. Na also. Der Revenant wird ein böses Erwachen haben, wenn der Mankubus mit ihm fertig ist, oder? Oh je, der Mankubus hat sich direkt mit zwei Leuten angelegt. Nice, die haben sich gegenseitig gekillt. Perfekt. So, wir gruppieren uns doch einfach mal alle nett, weil wir so nette, kooperative Monster sind. Und das machen wir auch ein zweites Mal, ohne Wenn und Aber. Ohne uns zu beschweren. Und das ist doch absolut freundlich von euch, dass ihr mir so nett dabei geholfen habt, euch zu killen.
War doch auf jeden Fall eine sehr schöne erste Aufräumaktion an der Stelle. So. Dann gucken wir mal ganz kurz hier herein. Oho. Ja. Wir können jetzt hier runter, wenn wir möchten. Machen wir uns das hier einfach. Perfekt. Zack, 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 zack. Gib mir die ganze Muni. Dankeschön, Dankeschön. Na? Ja, ja, ja. Nix da, nix da. Und hier würde man theoretisch auch rauskommen, okay. Ah. Mal gucken, was wir damit jetzt aktiviert haben. Das hier macht nichts. Really? Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, damit kommen wir einfach nur hier zurück. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich würde fast schon wetten, dass es da hinten noch irgendwie weitergeht, aber naja. Wer weiß. Und hier kommt man bestimmt auch noch irgendwie. Also ich meine, es ist eh klar, dass man da irgendwie reinkommt. Die Frage ist halt, wie? Nicht wahr? Zumal, vielleicht muss man das hier sogar über einen... Nee. Schussschalter. Ist es schon mal nicht. Da hinten runter ist auch noch nicht wirklich eine Option. Sehr schön. Zack. Wow. Jetzt. Nice, schöner Double Kill. Machen wir das hier. Wir. Oh. Ja gut. Das ist so easy. Das ist wirklich easy. Das war gemein. Zumindest als die Tür auf einmal zuging. Das war sehr gemein. Naja. Irgendwas bewegt sich da unten noch. Oh, das hier wird gleich böse ausgehen. Hier werden sich doch gleich eine Menge Monster-Closets öffnen. Ja, ja, ja. Schön. Perfekt. So. Nice, auf jeden Fall ein schöner Munitionsnachschub hier. Und jetzt kommen wir hier durch, okay. Beziehungsweise... Einfach nur, damit es ein bisschen schneller geht hier.
Ja. Ja, den lassen wir so auf die Weise natürlich chancenlos. Okay, wir haben Dinge gemacht. Ah, hier ist jetzt eine Treppe. Das ist doch nett. Nutzen wir diese Treppe doch einfach. Aha. Zack, dankeschön. Der arme Imp. Der konnte dagegen nichts tun. So, wir sind zurück hier. Und können jetzt dort hinten entlang. Sehr freundlich, dass man uns da direkt hin teleportiert hat. Und sehr freundlich, dass wir hier ein schönes Massenbattle haben. Ein Fest für die Chain Gun, würde ich sagen. Die war eh voll. So viele Imps, wo man einfach nur Linksklick gedrückt halten muss. Und einfach ein bisschen genießen, wie die Gegner reihenweise umfallen. Sehr schön. Das, das, dich. Au, den habe ich nicht gesehen, den Ball. War gemein. Sehr schön. Oh, wow, der war gut gedamaged. So, da haben wir irgendwas geöffnet. Wir können dann jetzt hier auch nochmal wieder hoch. Oh. Heieiei. Die Plasma Gun hat es sehr gut für uns geregelt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Die Plasma Gun hat das uns, geregelt. Die hat uns gecarried, könnte man sagen. Sehr schön, sehr schön. Na gut. Oje. Wir kriegen nochmal eine Soul Sphere für unsere Mühen. Und vermutlich noch ein paar heftige letzte Momente hier. Mal gucken. Sehr schön. Na also. Zu faul, die Waffe zu wechseln. Hier ist ja gar kein Gegner mehr. Naja. Dann haben wir hier schon das Exit. Okay. Kein Secret gefunden. Naja. Dann suche ich die mal. Okidoki, die Secrets. Wir gehen noch einmal hier hinter. Man kann es auf der Map schon sehen. Genau. Auf jeden Fall ein sehr schönes Secret. Wäre nützlich gewesen. Wäre auf jeden Fall nützlich gewesen. So. Und dann über die natürliche Map-Progression. Und zwar über den Schalter, der die blaue Karte zugänglich macht. Lowert man hier eine Wand. Also hier war, ne, hier war noch eine Wand. Dann sah das ganz normal aus, wie hier eben auch. Aber ja, nachdem man die blaue Karte zugänglich gemacht hat, kann man das hier öffnen. Und dann kommt man hier hin. Wie man sieht, kommt man hier jetzt auch raus, wenn man will. Und kommt dann auch hier hin. Genau, hat sich das jetzt geöffnet. Das bringt einem jetzt nicht mehr allzu viel an dem Punkt. Mal, dann hat man die beiden Secrets ja eh schon. Aber ja, da hätte man dann auch noch die Secrets hier. Und dann können wir hier gehen. Ja, also ich muss auch sagen, hier gefiel mir die Map auch. Tatsächlich, in die letzten paar Maps sind eigentlich alles
meine, klar, hier Map 19 war sowieso ein Banger, aber jetzt die anderen auch. Man eigentlich echt alle spaßig. Auch die hat's. Ich würde nicht sagen, dass die hier simpel war. Nee, das ist das falsche Wort. Sie hat eigentlich relativ viele Sachen gemacht, die sehr cool designt waren. Gerade aus einer Gameplay-Perspektive. Optisch hat sie es an einigen Stellen eher simpler gehalten. Sie war jetzt nicht überdetailliert, aber muss sie auch nicht. Würde ich sagen, sie war vor allem zum Spielen sehr spaßig. Sie hat einem viel Bewegungsfreiraum gelassen. Hat auch Kämpfe gehabt, die durchaus ein bisschen knackig waren. Und ja, im Allgemeinen einfach eine spaßige Map. Einfach eine spaßige Map. Und das finde ich sehr schön. Ich hoffe, das geht so einfach weiter. Aber ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.